Pfingsten. Das ist das, was wir feiern. Pfingsten ist das, was wir uns erinnern und sagen, der Heilige Geist ist gekommen, der Heilige Geist ist da. Das ist das, wo wir heute da sind. Wir sind ja am zweiten Teil von dieser Serie rund um den Heiligen Geist. Dreiteilige Serie. Nächste Woche ist der letzte Teil. Und das passt eigentlich gut, gerade zmitzt in der Mitte. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass die Geschichte vom Heiligen Geist, und ich sage das bewusst so, weil in der Bibel sehen wir, Gott im Verhältnis zu dieser Welt mit uns Menschen ist immer in einer Geschichte, die fängt nicht an Pfingsten an, sondern die fängt schon ganz neu mit anders an, weiter vorne. Und wenn wir verstehen, was an Pfingsten wirklich passiert ist, danach müssen wir die Geschichte ein bisschen besser verstehen. Und das ist heute am Morgen in dem ersten Teil, werden wir uns mit dieser Geschichte ein bisschen mehr auseinandersetzen. Angesetzt bei dem, was im Alten Testament, in unserem sogenannten Alten Testament anfängt, quer durch, werden wir einen wilden Ritt machen, hin zu dem, wo wir hoffentlich etwas besser von dem verstehen, was Pfingsten ist, was das eigentlich bedeutet. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil möchten wir uns, und ich hoffe, dass wir dann besser ausgerüstet sind, uns dieser Frage zu stellen, uns dieser schwierigen Frage zu stellen, was um alles in der Welt bedeutet es denn, dass der Geist Gottes in uns lebt? Das ist doch klar. Ich bin nicht sicher, ob es so klar ist. Was um alles in der Welt bedeutet das, wenn es davon heisst, wir sind erfüllt vom Geist? Was ist da damit gemeint? Wieso heisst es, dass wir voll Geist sein sollen? Heisst es, dass wir auch nicht voll Geist sein können? Ist der Heilige Geist irgendwie so mehr oder weniger da? Ich hoffe, dass wir nach dem ersten Teil besser ausgerüstet sind, uns dem zweiten Teil zu widmen, wo es ein bisschen praktischer wird, und sagen, was bedeutet denn das? Das werden wir heute machen. Und jetzt steigen wir ein mit dem ersten Teil. Ganz, ganz steil, gerade drin rein, weil da haben wir viel, viel zu arbeiten miteinander. Aber ich sehe, ihr seid so etwas von frisch, ihr habt ein langes Wochenende, ihr könnt euch morgen wieder erholen. Sehr gut, oder? Also, wir fangen an ganz weit vorne. Und letzte Woche haben wir dort schon angefangen. Und dort vorne haben wir festgestellt, der Heilige Geist ist nicht fassbar, ist nicht definierbar, nicht schubladisierbar und erst recht nicht kontrollierbar. Der Heilige Geist ist Ruach. Wind, Atem, unfassbar. Personale Energie haben wir irgendwie versucht zu fassen. Gott selber, das ist der Geist. Und ich habe etwas vorgeschlagen, eine Definition vom Heiligen Geist, wo vielleicht das versucht, ein bisschen zu fassen, das Unfassbare und trotzdem personal Reale. Und haben gesagt, Gottes Geist Ruach heisst Gottes wirksame Präsenz in dieser Welt. Gottes wirksame Gegenwart in dieser Welt. Wenn wir jetzt den wilden Ritt durch das Alte Testament machen, dann versuche ich eigentlich immer das zu sagen. Gottes wirksame Gegenwart. Weil Geist, das haben wir ja das letzte Mal festgestellt, das fühlen wir manchmal ein bisschen komisch mit Gespenst und Verstand und mit allem und man kann es irgendwie nicht erfassen. Wir nehmen das. Der Geist, der Ruach, ist Gottes wirksame Gegenwart. Und die wirksame Gegenwart Gottes, und das ist das Erste, sind wir immer noch beim letzten Mal, durchdringt die ganze Welt. Das wollen wir mal da vorne so darstellen, dass wie die Wellenlinie, wo Wind, wo einfach seine Präsenz zeigt, quer durchs Ganze durch. Die ganze Welt ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart. Das ist Gottes wirksame Präsenz ganz allgemein. Er ist da. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Und jetzt sehen wir, jetzt ist die wirksame Gegenwart Gottes nicht nur allgemein, sondern auch sehr spezifisch, intensiver, wo etwas noch krasser wirksam auswirkt auf dieser Welt. Und diese Sachen möchten wir miteinander anschauen. Gottes wirksame Gegenwart sehen wir ganz weit vorne so, dass er spezielle Leute erfüllt, auf sich kommt und befähigt, etwas Spezielles zu machen. Gottes wirksame Gegenwart kommt, um wirksam zu sein. Wo kommt das erste Mal vor? Beim Josef.
Josef, die bekannte Geschichte. Beim Josef, dort heisst es, Gottes wirksame Präsenz, seine Gegenwart, hat ihn weise gemacht, dass er konnte Träume interpretieren. Und lustig ist, er sagt das nicht über sich selber, es sagt nicht Gott über ihn, sondern der Pharao sagt das über ihn aus. Der Pharao sagt dem Josef gegenüber, sagt, in dir ist der Geist Gottes, dass du das kannst. Also in dieser speziellen Situation kommt Gottes wirksame Gegenwart und befähigt ihn, weise zu sein, einen Durchblick zu haben, den niemand anders hat. Die zweite Person, die man in der Bibel findet, ist ein Handwerker, ein Künstler. Der Bezalel. Der Bezalel, der war der, der die Stiftshütte gebaut hat. Und von ihm heisst, die wirksame Gegenwart Gottes, der Geist, kommt auf ihn und hat ihn weise gemacht, hat ihn fähig gemacht, das zu bauen, das so zu machen, wie das sein sollte. Das ist die zweite Person. Jetzt nehmen wir noch eine dritte Person. Ein bisschen krasser, darum das Schwert. Der Josua, der Nachfolger von Mose, der Heerführer. Er ist ausgewählt worden. Gott hat dem Mose gesagt, such den Josua aus, weil auf ihm ist die wirksame Gegenwart Gottes, auf ihm ist der Geist. Und er ist befähigt worden für eine spezielle Aufgabe. Und so könnte man weitergehen und man sieht, später kommen Propheten, wo die wirksame Gegenwart Gottes wirkt, damit sie Sachen können sagen, die sie sonst gar nicht könnten wissen. Also das ist das Erste. Er kommt auf spezielle Leute, damit sie eine spezielle Aufgabe können wahrnehmen können. Das Zweite ist ein bisschen anders. Da ist ein König und der König, der wird befähigt durch die wirksame Gegenwart Gottes, um ein guter König zu sein. Das beste Beispiel dafür ist der David. Der König David. Wo er zum König geworden ist, ist der Samuel gekommen, hat, so wie wir es da sehen, das Horn mit Öl, Salböl über ihm ausgegossen, das läuft über sein Ganze, nicht nur so ein bisschen, sondern das ist so, oder? Tränkt in Öl, verschmiert. Kleine interessante Randbemerkung, das Wort für salbig und das verschmiert sie, das ist an der Wurzel von Maschiach, Messias. Das heisst Gesalbte. Und der König David ist gesalbt worden. Und jetzt heisst es von ihm etwas ganz Besonderes. Das hat es vorher so nicht geheissen. Der Geist bleibt auf ihm. Die wirksame Gegenwart Gottes bleibt auf ihm. Permanent. Nicht nur für etwas bestimmt, fürs Ganze. Und mit dem ist der David so wie ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ein Vorgeschmack auf das, was dann im Neuen Testament noch deutlicher wird. Also, wirksame Gegenwart Gottes, grundsätzlich da, kommt auf Leute für bestimmte Aufgaben. Wenn wir weitergehen in der Geschichte, jetzt bleibt seine Gegenwart auf Menschen, zum Beispiel auf dem David, aber er ist immer noch ein spezieller Mensch. Und jetzt kommen verschiedene Prophetien nochmal später in dieser Geschichte, was heisst, schau mal, es sind nicht mal mehr nur spezielle Menschen, sondern die wirksame Gegenwart Gottes kommt auf auch nicht so spezielle Menschen, auf ganz normale. Und das können wir miteinander lesen. In Joel 3, Vers 1, dort heißt es, und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume haben, eure jungen Männer Visionen, alle Menschen. Egal, ob es etwas Besonderes ist oder nicht etwas Besonderes ist, die wirksame Gegenwart Gottes kommt auf alle irgendwann. Und die werden handeln wie Propheten, das steht jetzt in diesem Text nicht, aber sie werden handeln wie Könige, wie Priester, wie all die Speziellen, die da sind. Das ist die Verheißung von dem, was kommen wird. Und es ist wichtig, dass man das versteht, von dieser Geschichte vom Geist Gottes, die kommt. Und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter. Jetzt kommt am Dreh- und Angelpunkt von der Geschichte, tritt Jesus Christus auf. Und von Jesus heisst es ganz Spezielles. Von Jesus heisst es, er ist empfangen bei seiner Geburt, ist durch die wirksame Gegenwart Gottes passiert. Wow. Und auf ihm ist nicht einfach nur der Geist so wie auf der anderen, auf ihm kommt die wirksame Gegenwart Gottes
sichtbar runter, dort an der Taufe. Heisst so, ähnlich wie wenn eine Taube landen würde. Es war keine Taube, aber die Leute haben gesehen, da kommt Gottes Gegenwart auf den Mensch runter. Also nochmal etwas, wo du sagst, da passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Und es heisst, die Gegenwart Gottes, sie bleibt auf ihm. Sichtbar. Und von ihm heisst es noch etwas Spezielles, und das möchten wir miteinander lesen. Von ihm heisst, denn er, Jesus, wurde von Gott gesandt und verkündigt Gottes eigene Worte, weil Gott ihm den Geist und Achtung ohne jede Einschränkung. Die anderen übersetzt heisst, ohne Maß, völlig maßlos gegeben hat. Und jetzt merken wir, es kommt von dem, wo man vielleicht vorher noch denken könnte, der Geist ist irgendwie eine Sache, wird es plötzlich speziell, zum sagen, was ohne Einschränkung? Also, wenn Gottes Gegenwart vollumfänglich da ist, dann zeigt das etwas von dem, der, der da ist, der ist Gott. Weil voll. Und im Kolosser kommt dann das Nächste, was nochmal deutlich macht, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. In ihm als Mensch, als Person ist Gottheit, Göttlichkeit vollumfänglich da. Und jetzt merken wir, die wirksame Gegenwart Gottes zusammen mit der Person von Jesus bekommt plötzlich ein Gesicht über, wird plötzlich fassbarer, personal. Also Jesus ist das entscheidende Scharnier. Und wir sind noch nicht bei Pfingsten. Oder? Aber das ist ganz entscheidend. Er ist da als Gott, erfüllt mit dieser Gegenwart und macht das, was Gott möchte. Und jetzt sagt er etwas, Johannes 20, 21, ich lese euch das einfach vor. Johannes 20, 21 sagt, schau mal, und jetzt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, sagt er zu seinen Nachfolgern. In der gleichen Art und Weise, wie mich der Vater gesendet hat, das heisst, in der gleichen Kraft, so sende ich euch. Nächste Woche im dritten Teil werden wir stärker daran angehen. Was heisst denn das? Die Sendung, der Auftrag, den wir haben. Für was ist denn die Wirksamkeit da in unserem Leben? Aber das ist jetzt entscheidend. Jesus sagt, das, was ich angefangen habe, das geht jetzt weiter. Und zwar in euch. In euch. Und dann sagt er im Johannes 16, es ist im Fall gut, dass ich gehe. Letzte Woche haben wir Auffahrt gefeiert. Es ist im Fall gut, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, dann kommt Gottes wirksame Gegenwart nochmal in einer anderen Art. Nicht einfach nur in dieser Form als Person, die gebunden ist, sondern in seiner Gegenwart auf euch. Und das, was in Fülle auf mir war, ist in Fülle auf euch als meine Nachfolger. Und das passiert an Pfingsten. Und jetzt sind wir dort bei Pfingsten. Die Jünger sind zusammen, sie warten darauf, dass etwas passiert. Und dann, wie fängt es an? Es kommt ein Wind. Das sind Juden gewesen, die haben das geschnallt, was das heisst. Wind, Ruach. Das, was von Anfang an da ist, alles durchdringt. Jetzt ist Gott da. Und es passiert, dass auf seinen Nachfolger die wirksame Gegenwart Gottes sichtbar kommt. Ähnlich wie bei Jesus sichtbar. Nämlich in Form von diesen Feuerflammen. Ein Zeichen, schau mal, da ist jetzt Gottes Präsenz in einer speziellen Art und Weise da. Und die wirksame Gegenwart Gottes bleibt auf ihnen allen, ohne Ansehen von Person. Und das zeigt etwas von dem, was wir dort weit vorne gesehen haben. Es soll auf alle kommen. Und das passiert dort. Das ist speziell. Gottes wirksame Gegenwart auf dieser Welt kommt in seinen Nachfolger. Und hat von dort Auswirkungen. Wir werden zu Gesalbten. Zu denen, die verschmiert sind, übergossen sind, durchtränkt sind von dieser wirksamen Gegenwart. Wie der David, der auf Jesus hingewiesen hat, so
wie Jesus, er, der Messias genannt wird. Das griechische Wort für Messias ist Christus. Von ihm haben wir unseren Namen, Christen. Wir sind kleine, gesalbte, die unterwegs sind, um das zu tun, was er da hat in dieser Welt. Und eben, wie gesagt, nächste Woche gehen wir das ein bisschen genauer an. Das ist die Story, die Bogen. Der Bogen, den wir verstehen müssen. Es hat im Fall nicht angefangen an Pfingsten. Aber an Pfingsten ist etwas ganz Spezielles passiert. Die spezielle, wirksame Gegenwart Gottes ist in einer Art und Weise gekommen, wie es so noch nie da war. Und wir haben gesehen, dass aus etwas, wo noch nicht so personal ist, der Geist, die Ruach, die personale Energie, hat plötzlich immer mehr auch gesehen, nein, es ist Person, es ist Gott selber, der da ist. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir zum zweiten Teil gehen. Wenn wir uns fragen, was um alles in der Welt heisst, dass Gott, Gottes Geist in uns lebt. Ich will da noch einen Vers einblenden zu dem. Oder mehrere, die uns ein bisschen etwas zeigen. Wir gehen gar nicht so genau auf den Text, sondern auf verschiedene Sachen. In gewissen Texten ist die Rede vom Heiligen Geist. Es ist aber gleichzeitig die Rede von Gottes Geist. Dann ist wieder die Rede vom Geist von Jesus, Geist von Christus, bis hin zu dem, dass sogar die Rede davon kann sein, Christus in euch. Und das ist manchmal verwirrend, oder? Ja, ist jetzt Jesus in mir oder ist der Heilige Geist in mir oder lebt Gott in mir? Ja, genau. Und wenn wir all die Texte anschauen, dann sehen wir, das ist austauschbar. Ist der Heilige Geist? Ist Gottes Geist? Ist der Geist von Jesus? Ist Jesus selber? Wieso? Weil die gleiche Person da ist. Er selber, Gott selber. Und das ist das Spezielle, heisst da, ist in uns. Jetzt schauen wir gerade an, was das heisst. Und jetzt kommt noch mal etwas dazu. Die Sache mit deren Erfüllung, oder? Ich gebe euch auch noch mal ein paar Textausschnitte, wo das kommt. Wir sehen, in der Bibel hat es an ganz vielen Stellen, besonders in der Apostelgeschichte, ist die Rede davon, zum Beispiel vom Stephanus. Er ist voll Heiligen Geistes. Oder die Jünger sind voll von Freude und von Heiligem Geist geworden. Bis hin zu dem, dass der Paulus kann sagen, im Epheserbrief, als Aufforderung, werdet voll Geist. Das heisst also, ich kann auch nicht voll Geist sein. Ja, was machen wir mit dem? Wenn doch Gott als Person in uns ist und es nicht einfach irgendwie eine Flüssigkeit ist. Was heisst denn das, voll sein oder nicht voll sein? Merkt ihr? Das ist noch herausfordernd. Wie die Sprache, die man da benutzt, ist eine Sprache, die eigentlich mehr auf einer Sachebene ist. Da hast du ein Gefäß. Und jetzt tun wir etwas in das Gefäß rein, das ist in. Oder? Und jetzt füllen wir das, jetzt ist es halb voll, jetzt ist es ganz voll. Das ist das Bild, das man hat, wenn man von voll und in und so ist, wie ein Gefäß, das gefüllt wird. Aber wir haben gesehen, der Heilige Geist, Gott selber, ist nicht eine Substanz, ist nicht eine Sache. Da gibt es nicht das Gott-Ding, das einfach irgendwie jetzt plötzlich in uns ist. Wie um alles in der Welt sollte man das verstehen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich finde das noch herausfordernd. Also unsere Kinder, wo sie noch klein gewesen sind, die haben dann das recht gut gespiegelt. Wenn man gekommen ist und gesagt, schau mal, lieber John, schau, Jesus, er lebt, er ist in deinem Herz. Dann ist so. Was, ist da jetzt so ein kleines Jesusli da drin oder was? Oder? Ich weiß nicht, die von euch, die Kinder haben, vielleicht habt ihr euch auch schon mal vielleicht reagieren eure Kinder ähnlich. Also meine Kinder, für die ist es komplett so, hä? Wie soll das gehen? Da ist irgendwie der Jesus. Wie soll der jetzt da in mir sein? Wie soll das gehen? Und wir Erwachsenen haben das Gefühl, ist doch alles klar. Weißt du, es ist der Heilige Geist, der in dir ist. Ja, erklärt das mehr? Eigentlich nicht. Und manchmal brauchen wir Kinder, die uns spiegeln, dass die Sachen, die wir meinen, das sei völlig klar. Und es ist ja alles offensichtlich, dass es gar nicht so klar ist. Dass das, was wir schwätzen, wir manchmal selber nicht genau wissen, von was wir eigentlich schwätzen.
Was ist damit gemeint? Wie kann man sich an das antasten? Und ich glaube, es ist ein Geheimnis. Antasten, was es heisst, dass er in uns ist, dass er uns ausfüllt. Und ich möchte euch etwas zeigen, was mir geholfen hat, das zu verstehen. Wir haben ja davon geredet, dass bei den Jüngern ist es klar geworden, es ist Gott selber. Es kommt zu einer Verbindung, letztlich sogar zu einer engen Beziehung. Wenn die Bibel von diesen Wörtern redet, in ihm und Erfüllung und so weiter, ist es eigentlich viel mehr ein Ausdruck von einer Beziehung, von einer Verbindung, die stattfindet. Und da habe ich etwas ganz, ganz Spannendes entdeckt im Rahmen von meinen Forschungen so ein bisschen aus den Beziehungswissenschaften. Jetzt Achtung, jetzt springen wir kurz von dem Geistlichen, machen wir etwas, wo wir sagen, okay, ein paar Aussagen über das, über zwischenmenschliche Beziehungen. Und nachher können wir sehen, wie uns das hilft in Bezug auf das. Das ist ein Konzept, das es in den Beziehungswissenschaften gibt, das ganz einen interessanten Namen hat. Und für mich war es ein Schlüssel, an das Geheimnis anzutasten. Nicht zu ergründen, nicht alles zu wissen, aber anzutasten. Das Ding heisst iOS, also so wie das Betriebssystem, oder? Heisst aber etwas anderes. iOS steht für Including Other in the Self, oder? Die psychologischen Konzepte sind immer schön kompliziert formuliert. Including Other in the Self, was heisst das? Das heisst, mein Gegenüber, der Andere, in meinem Selbst aufzunehmen. Jetzt merkt das lehnt ein bisschen an die Sprache an, in jemandem sein. Jemand anders in meinem Selbst aufzunehmen, in mir selber aufzunehmen. Jetzt ist das noch unheimlich abstrakt. Aber was ist damit gemeint? Das ist damit gemeint, wenn zwei Menschen näher miteinander verbunden sind. Wenn sie eine intime Beziehung haben miteinander, dann passiert es, und da gibt es x empirische Studien darüber, dass sie anfangen, von ihrem Gegenüber Sachen in ihre eigene Persönlichkeit, in ihr eigenes Sein aufzunehmen. Sie fangen an zu denken, wie die Person, wo sie mit ihnen verbunden sind. Bewusst oder unbewusst passiert das. Wo plötzlich anders ist, sie denken anders, sie handeln anders. Sie handeln manchmal so, wie die andere Person handeln würde. Ob sie das aktiv oder passiv machen, weiß ich auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Sie denken so, sie handeln so, sie fangen an so zu fühlen, wie der oder die andere fühlt. Sie fangen an so ticken, wie die andere Person tickt. Sie betrachtet das, was der anderen Person gehört, betrachtet es als etwas, wo auch ihnen gehört. Ja? Das ist including other in the self. Die andere Person wird plötzlich ein Teil von dir selber. Aber die andere Person ist natürlich noch voll da. Aber plötzlich ist sie wie in dir. Und in gewissen Extremen, vielleicht hast du das auch schon gehört, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, bei so richtig alten Ehepaaren oder so, oder denke ich manchmal, guck mal, die sehen sogar noch ähnlich aus. Also irgendwie sehen die werden sich immer ähnlicher, sogar unser kann sein, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das ist das, was damit gemeint ist. Und das ist doch spannend. Wir haben das durchaus in unserem Sprachgebrauch drin. Ja, aber du hast viel von deinem Vater in dir. Hä? Ist interessant. Damit meinen wir nicht, der ist irgendwie in mich reingegossen und da ist irgendwie so spooky, irgendetwas in mir drin. Nein. Das Wesen von deinem Vater, das ist ein Teil von dir. Du tickst so an vielen Orten, wie der tickt. Ob man das jetzt positiv oder negativ findet in dem Fall. Und jetzt gibt es eine interessante Darstellung für das Including Other in the Self, was es nochmal deutlicher macht. Das ist die sogenannte iOS-Skala. Und die Darstellung ist total intuitiv. Das macht gerade Sinn, wenn man es sieht. Es wird dargestellt in Kreisen. Die ersten Kreise, die wir sehen, das sehen wir jetzt gerade da vorne, das sind eigentlich so wie zwei Kreise. Das eine bist du, das andere ist dein Gegenüber oder die andere Person. Und es ist klar, dass da, das bist du, das ist die andere Person. Die erste Kreisdarstellung zeigt etwas davon, nicht der oder die andere ist da. Das ist keine Frage, ob die Person da ist oder nicht. Aber es hat nicht wirklich eine Verbindung, eine Überlappung. Es hat nicht wirklich einen Einfluss auf dich. Das ist einfach, ja, der ist,
der und ich bin ich und das hat nicht viel miteinander zu tun. Und jetzt geht die Skala weiter, die nächste Nähe. Heisst, plötzlich kommt es zu einer Verbindung, zu einer Beziehung, zu einer gewissen Nähe. Und das ist so simpel, oder? Das macht total Sinn. Plötzlich merkst du, was? Jetzt kommt es zu einer gewissen Beeinflussung. Ein Teil von der anderen Person wird zu einem Teil von dir. Es kommt zu mehr Nähe. Und dann geht es weiter zu noch mehr Nähe. Und es geht weiter zu noch mehr Nähe. Und noch mehr Nähe. Und jetzt siehst du auch etwas von dem, warte mal, in einer gewissen Art und Weise füllt dich die andere Person immer mehr aus. Oder? Du übernimmst immer mehr auch von dieser Person, ob bewusst oder unbewusst oder so, aber es kommt immer zu einer grösseren Einheit. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Und in dieser Darstellung macht das total Sinn. Und dann gibt es noch etwas weiteres, was da drin ist. Das ist vielleicht das Letzte, was man darstellen könnte, wäre so etwas. Das ist ein Krankheitsbild. In der Psychologie heisst das, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Wenn du dich auflösest, wenn es eigentlich nicht mehr du bist, sondern irgendwo, du löst dich auf, du willst eigentlich verschwinden und nur noch das ist irgendetwas, was krankhaft ist. So ist das nicht gedacht. Sondern es sind immer noch zwei, die zusammenkommen, die eine unheimlich grosse Überlappung haben, aber es sind immer noch zwei. Es sind selbstständige Personen, die aber miteinander aufs Engste verbunden werden. Und als Übersicht sieht das dann so aus, das wäre so eine Skala zum Beispiel. Und dann passiert es, dass man angeht und Leute, das könntet ihr jetzt gerade durchspielen mit vielleicht eurem Partner, Partnerin, oder ihr könnt jetzt durchspielen zum Beispiel in Bezug auf euren Vater, eure Mutter oder so. Und dann wird die Frage gestellt, so, lieber Herr Müller, ja, also, tun Sie mal sagen, Ihre Beziehung zu Ihrem Vater, wo würden Sie sagen, von der Nähe auf dieser Skala, wie sieht das aus? Dann würde man sagen, ja, so, da unten links oder so. Und es ist intuitiv, wo du sagst, ah, warte mal, das ist so eine Nähe, da hat es eine Überlappung. Und dann kommt vielleicht die zweite spannende Frage. Ja, und wie würden Sie es denn gerne wollen, dass es wäre? Jetzt könnte man sagen, ja, also wenn man richtig romantisch ist, ja, wir wollen mehr Nähe da. Mehr Intimität, mehr Nähe. Super, oder? Oder es kann auch sein, nein, eigentlich weniger. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel von meinem Vater in mir, das soll doch gar nicht so sein. Ich will eigentlich mehr Eigenständigkeit und so weiter. Also merkt ihr etwas, wie das spielt? Und irgendwie, es macht gerade etwas mit uns. Okay. So weit zu dieser Skala. Und jetzt, ich glaube, so wahnsinnig viel braucht es gar nicht mehr, oder? Ich glaube, uns allen klar, was das jetzt heisst mit dem. Was heisst das, dass Gott in uns lebt, der Heilige Geist in uns lebt? Es ist nicht eine Substanz, es ist nicht irgendein Gottpartikel, das da drin ist oder irgendwie sonst so etwas Abstraktes, sondern es hat mit dieser Verbindung zu tun. Mit dieser Verbindung zu tun. Und genauso wie wir das da, lasst doch bitte einblendet, genauso wie wir das da oben haben, mit diesen Kreisen, die zwar da sind. Ich glaube, manchmal können wir als Christen so das Gefühl haben, wir sind so unterwegs, da ist Gott, da bin ich, aber das hat eigentlich keine Überlappung. Oder du sagst, nein, es hat die Verbindung. So wie es da vielleicht im zweiten Kreis ist, da gibt es schon etwas. Und jetzt merken wir das Konzept von sinnvoll Geist. Ja, es ist ein Prozess, wie jede Beziehung ein Prozess ist. Dann heisst das sinnvoll Geist, heisst, er kommt mehr Einfluss über. Er durchdringt dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen, all das. Und jetzt wäre es spannend, da die Frage zu stellen. Du sagst, wo würdest du denn jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, wie ist denn deine Verbindung mit Gott, mit dem Geist Gottes? Auf dieser Darstellung, wo würdest du dich ansetzen? Und vielleicht wieso? Und die nächste Frage, was würdest du wollen, wie es wäre? Und dann muss man das vielleicht zulassen, dass man sagt, irgendwie ist mir das Ganze ein bisschen zu nahe. Ich hätte es lieber eigentlich ein bisschen weniger nahe. Ja, dann geht es darum, dass du ihn besser kennenlernst. Vielleicht geht es darum, dass du merkst, ja, der Geist Gottes, der eine macht ja den Heiligen Geist Angst, wo du sagst, ich kann irgendwie nicht fassen, der macht irgendetwas mit mir, was er will. Ja, genau, das macht er. Macht er?
Er ist immer noch der Geist Gottes. Er kann machen, was er will, übrigens. Nicht du kontrollierst ihn, sondern er will dich beeinflussen. Und darum nicht in erster Linie, du hast ihn, sondern er hat dich. Und jetzt sagst du, ja, aber das ist mir... Genau, darum ist es entscheidend, dass du weißt, wer er ist. Seine Person, sein Charakter. Und darum ist es so wichtig, dass der Geist Gottes kein anderer ist als der Geist Jesu, Jesus selber. Und dann gehst du an und schaust, wie ist denn der Jesus? Und du siehst, so ist er. So ist Gott. So ist der Heilige Geist. Und wenn du ihn besser kennenlernst, dann sagst du, ja, ich will mehr von ihm. Aber dann musst du ihn besser kennenlernen. Und jetzt sind wir da eigentlich schon beim ganz Praktischen drin. Die Frage, wie kommt es denn zu dieser Mehrnähe? Das ist ja interessant, das ist gar nicht so anders, wie es in sonstigen Beziehungen ist. Wie kommt es zu mehr Nähe, zu mehr Intimität, zu mehr von dem, wo man merkt, jetzt wird etwas von ihm, von seinem Charakter sichtbar in meinem Leben. Das ist schon noch spannend, oder? Wie kommt es zu dem, dass including other in the self, dass, und jetzt stell dir das vor, Gott, du fängst an, so ticken, wie Gott wird ticken, so wie Jesus tickt hat. Du fängst an mit dem Sicht von Gott Sachen sehen. Vielleicht sogar so anfangen zu fühlen, wie er fühlt. So handeln, wie er würde handeln. Und das ist nicht eine Willensanstrengung. Ich sage, so, jetzt will ich endlich einmal und ich muss ja ein bisschen mehr. Nein, das hat mit dieser Nähe zu tun. Und zu dieser Nähe kommt es ganz simpel. Ich sage, ja, es fängt an mit dem, dass du Zeit verbringst. Ja, Zeit verbringen. Mit dem, dass du ihn besser kennenlernst, führt überhaupt nichts daran vorbei. Es hat mit dem zu tun, dass du dich auf ihn ausrichtest, ihn im wahrsten Sinn vom Wort anschaust. Das ist vielleicht auch das, was wir in den Anbetungszeiten machen. Worship, darum ist im Epheserbrief, heisst das, werdet voll Geist, indem ihr ihn anbetet. Ist noch spannend, oder? Ja, genau, weil ich bin ausgerichtet auf ihn. Ich sehe, wie er ist und plötzlich fängt es an, mich durchdringen, beeinflussen. Das ist das. An dem gibt es keinen Weg dran vorbei, oder? Und wir haben manchmal das Gefühl, es gibt so einen himmlischen Knopf. So, bam, jetzt bist du voll. Jetzt hast du ihn. Nein, wenn es ein Beziehungsgeschehen ist, dann hat das mit dem zu tun, dass wir sagen, es fängt an. Die Verbindung. Und es wird immer mehr. Und nicht mal Gott geht da dran vorbei. Jetzt ist das nicht etwas, wo du und ich steuern und sagen, so, und jetzt machen wir das und jetzt werden wir mehr vom Geist und jetzt haben wir mehr von dem. Nein, er ist ja selber aktiv. Er ist da, er ist jetzt da, mehr als bereit dazu zu sagen, ich bin schon längstens bereit. Ich würde mich dir gerne mehr zeigen. Gern, komm näher, komm zu mir. Und alles, was wir machen können, ist uns ihm aussetzen. Und schlicht und einfach sagen, und das ist etwas ganz Gefährliches. Ja, du darfst. Du darfst, komm, ich bin da. Zeig du dich mir mehr. Deck auf. Komm. Ich sage es mal ganz kritisch. Mach mit mir, was du willst. Mach mit mir, was du willst. Weil ich weiß, du bist gut. Ich weiß, es ist das, was mich mehr zu dem macht, wo ich eigentlich zu tief sein soll. Vielleicht können wir nochmal die Kreise sehen. Letzter kleiner Hinweis. Der da unten, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Krankheitsbild. Wir haben ja manchmal Angst, wir lösen uns auf. Oder die ganz Frommen haben noch das Gefühl, das wäre das Frömmste, was sie sagen können. Dass ich eigentlich nicht mehr da bin, sondern nur noch du. Ja, aber Gott hat dich wollen im Fall. Er will nicht, dass du weg bist und nur noch er. Darum hat er dich ja als du geschaffen. Es ist eine nähe Verbindung, ja. Aber es ist nicht eine Auflösung. Und dann sagt man das, und weniger von mir, sondern mehr von dir. Ja, in dieser Skala macht das irgendwie Sinn, oder? Zu sagen, mehr von dir, aber nicht mehr von dir, dass ich nachher nicht mehr da bin. Er will dich. Er will dich als du. Aber
du vollumfänglich durchdrungen von ihm selber, in dieser näheren Verbindung. Das ist das, was er möchte. Und da muss ich keine Angst haben, dass mit mir irgendetwas passiert, was ich nicht wollen würde, sondern ich kann sagen, da bin ich. Mach du, was du willst. Mach du, was du willst. Und zum Schluss noch der Text. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, das ist das. Wir sind in seiner Gegenwart, wir kommen zu ihm. Es steht nichts dazwischen, wir können kommen, er sagt, ich bin da. Und jetzt werden wir verwandelt. Es kommt zu dieser Überlappung. Sagen, mehr von dir wird ein Teil von mir. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vom Besseren zum noch Besseren. Vom Wunderbaren zum noch Wunderbaren. Und all das, das ist die Ruach Gottes, Pneuma, ist Gottes wirksame Gegenwart, er, der jetzt in diesem Moment da ist. Und wir haben Pfingsten. Vor 2000 Jahren ist in dieser speziellen Art und Weise ist der Geist gekommen, sichtbar. Aber weißt du was, wir müssen nicht auf das warten. Er ist da. Er lebt vielleicht schon in dir, in dem Sinn. Du bist vielleicht schon in dieser Verbindung. Vielleicht bist du auch noch dort und sagst, es sind eigentlich so die zwei Kreise, die nebendurch stehen. Irgendwie spielt Gott schon eine Rolle, aber da hat es eigentlich keine wirkliche Überlappung. Nicht wirklich etwas, wo ich sage, ich mit dir verbunden. Ich will dich in meinem Leben. Dann könnte jetzt der Zeitpunkt sein, wo du sagst, ich will dich in meinem Leben. Die lebensspendende, lebensfördernde Power, Energie, Gegenwart Gottes, wo mich und andere verändern, dann ist vielleicht jetzt ein Zeitpunkt. Und vielleicht stehst du auch dort und sagst, wo auch immer du dich vorher eingeordnet hast, weißt du, es gibt immer mehr. Es ist unerschöpflich, du bleibst voll da, aber es gibt immer mehr zu entdecken von ihm. Es gibt immer mehr Fülle. Und vielleicht ist es dran zu sagen, da bin ich. Mach, was du willst. Da bin ich. Komm, Geist Gottes, und tu, was du willst. Ich will dich mehr sehen. Ich will näher mit dir verbunden sein. Was auch immer das heisst. Und wir möchten jetzt miteinander so einen Moment haben. Und ich glaube, es ist so ein Entscheidungsmoment. Manchmal brauchen wir das, so Entscheidungsmomente. Nicht der Knopfdruck. Aber der Moment, wo ich sage, will ich mehr von dem? Will ich mehr von dir? Oder ist es eigentlich am liebsten einfach Stillstand? Oder lieber noch ein bisschen auseinander? Dann erscheint die Trompete vom Himmel und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da. Mein Sohn, meine Tochter. Und ich möchte, dass wir jetzt miteinander aufstehen. Miteinander aufstehen, als ein Zeichen von dem, dass wir sagen, wir sind in der Gegenwart Gottes. Und du bist vor ihm, wir sind als Gemeinschaft vor ihm. Der Geist ist da. Aber einfach ein Moment in dieser Gegenwart Gottes, wo du sagst, dort, wo du jetzt stehst. Vielleicht bist du im Gespräch mit ihm, komm zum ersten Mal in mein Leben. Vielleicht bist du dort und sagst, ich weiss nicht so recht, eigentlich muss ich dich, glaube ich, zuerst noch besser kennenlernen, ich habe ein bisschen Angst. Dann bist du so mit ihm im Gespräch. Oder vielleicht sagst du, mehr von dir, was auch immer du willst. Komm, Geist Gottes. Komm, wirksame Gegenwart vom lebendigen Gott. Mach du mit mir, was du willst. Und weißt du was? Er nimmt dich beim Wort. Das ist gefährlich, aber unglaublich wunderbar. Und Herr, so stehen wir vor dir jetzt als eine Gemeinschaft. An all diesen unterschiedlichen Orten, wo wir stehen. Danke, gibt es keinen Maßstab X, wo du sagst, und das ist 100% und so ist es. Sondern bist du mit jedem von uns unterwegs und jetzt geh du durch die Reihe. Ruach Gottes, Wind durch die Reihe durch. Geist vom lebendigen Gott, Geist von Jesus.
und begegne du uns. Du dring du Mauern. Brich Angst ab. Zeig, wer du bist. Komm, Geist Gottes, und tue du, was nur du tun kannst. Gerade jetzt in diesem Moment. Jetzt kannst du selber das formulieren ihm gegenüber. Vielleicht in Wort. Vielleicht ist es auch etwas, was du nicht im Wort ausdrücken kannst. Und du öffnest dich einfach. Vielleicht streckst du deine Arme aus vor dir und sagst, ich habe zwar kein Wort, aber ich sage, komm, erfüll du mich. Komm, Geist vom Leben. Komm, Geist von der Hoffnung. Komm, Geist von der Wiederherstellung. Komm, Geist von der lebendigen Gegenwart. Schöpfer vom Universum. Wir gehören dir ganz und gar. Und du willst uns, so wie wir sind, ganz und gar. Danke.